Wir sind ja gerade auf dem Wasteland-Server und wie ihr seht, wird hier gerade eine Basis eingerissen. Zum Glück ist es nicht unsere. Genau. Mit dabei sind Yuki Hi. und Priest, Hallo. der da üben auf dem anderen Haus steht und die Zombies mal ein bisschen gelockt hat. Wir sind durch Zufall auf die Basis gestoßen und dachten, warum uns selber da reinhacken, wenn die Zombies die Arbeit für uns übernehmen können. Schade, dass es jetzt nicht Nacht ist. Muss ich aufpassen, dass wir nicht die Aufmerksamkeit von ihnen ziehen. Genau, gib dem Dicken mal eine. Müssten sich nur noch einigen auf Wasser eindreschen wollen, dann würde es schneller gehen. Bräuchte ein wenig Fleisch. Damit kann ich gerade nicht dienen. Na, ich habe nur Blaubeersamen auf dem Weg gefunden, das war alles. Guck mal, Priest, an der Ecke ist noch einer, der noch nicht mitarbeitet. Wo? Er kommt jetzt gerade angedackelt. Angehumpelt, besser gesagt. Glaube, so kommen wir eh nicht rein, weil das wahrscheinlich drei Türen sein werden. Ja, Schlagen wir nicht auf die Tür ein. Die Wir fallen stehen aber nur da runter. davor. Doch, die schauen schon ein, zweimal drauf ein, fallen dann aber meistens runter. Beziehungsweise die eine Krankenschwester vorne schlägt drauf ein und alle hinten dran fallen runter. Wenn du dich ein Stück nebendran stellst, dass sie vielleicht unten drunter die Erde wegkloppen. So mal schon gedacht, ja. Ja, warum eigentlich der Aufwand? Das ist ganz einfach, die Bude ist Keystone geschützt. Und für uns dauert es natürlich länger als theoretisch für die Zombies, wenn sie sich dann mal einigen könnten. Jetzt folgen sie dir. Arbeite schön, ich kann stundenlang zusehen. Das ist schön, wenn man die Zombies zum Arbeiten verleiten kann. Nachts arbeiten sie noch schneller. Ja, das stimmt. Dauert aber noch ein bisschen, bis es Nacht ist. Ah, da unten an der Ecke und direkt unter Breeze sind sie aber kräftig am Einschlagen. Da nimmt schon die ersten Risse. Kann es sein, Deswegen dass ist es... Ja. Deswegen ist ja das Fleisch wichtig, weil wenn die hier einmal durch sind, hauen die nicht mehr weiter. Aber wenn ich dann auf die gegenüberliegende Seite von der Hütte gehe, dann bleiben sie da unten hängen, weißt du, und schlagen weiter in die Tiefe. Soll ich Fleisch holen gehen? Ja, aber wie willst du es geben? Von der anderen Seite hochbauen. Na, fallen lassen und ich heb's gleichzeitig auf. Gut, dann spring ich mal was holen. Aber es kann sein, wenn du dann in die Nähe kommst, dass sie alle zu dir gehen, ne? Muss mal einen Bogen laufen, dass er von der anderen Seite hochgeht. Da neben der Tür haben sie auch schon einen Block kräftig in Bearbeitung. Ja, oder ich hüpfe von der anderen Seite mit nach oben, genau, das geht auch. Dass wir zu dritt hier oben.
Wie hast du gesagt? Ein Keystone steht oben auf dem Dach. Ja. Zusammen mit dem Spielerrucksack. Da kommen wir leider nicht ran, weil da innen drin ist auch wieder ewig verbaut. Jetzt könnte man einen von den neuen Zombies gebrauchen, der auch am Tag rennt. Der Hase eben hat mich infiziert, deswegen ist meine Stamina so schnell leer. Ein Killerhase hat dich infiziert. Oh, mein Hunger ist ziemlich. Schade, dass ich kein Popcorn dabei habe. Ihr habt ja Zeit, ihr könnt ja Essen holen gehen. Ich hatte ja auch welches dabei. Brauchst du auch noch was zu trinken, während du da oben drauf stehst, oder? Nee, ich habe nur 14 Wasser da. Aber nicht so viel zum Essen. Das macht nichts, ich bringe Essen mit. Einer von den Blöcken neben der Tür ist schon auf Rebar Frame-Ebene. Aber es stimmt tatsächlich, seit die Whitelist auf dem Server an ist, sind weniger Leute da. Von den, was weiß ich, 30 Leuten sonst um die Uhrzeit nur noch, naja, 10, 11. Verdammt, was vergessen. Mhm. Da unten ist jetzt auch schon eine Lücke. Die sind auf Bodenebene, so wie ich das sehe. Also da, wo diese eine Reihe bis Maximum aufgewertet ist, das scheint knapp über dem Fußboden zu sein. Oh, schau mal, wo ich hinkommen bin. Hey! Schauen wir mal, ob hier irgendwo eine Treppe hochgeht da drin. Die laufen weg, die Zombies. Beziehungsweise gehen jetzt an die Tür. Ich bin unterwegs. So. Die verpassen sich auch gegenseitig eine. Wenn sie so weitermachen, bringen sie sich eher um. Geht das noch? Ja. Ja, also 4, 5 dreschen auf die Tür ein, der Dicke und eine andere unten auf die Stelle an der Wand. So, bin wieder auf dem Rückweg. Die wollen ums Haus rumlaufen. Hauptsache, die hauen nicht ab. Die eine könntest du nochmal anschießen, die will nämlich weg, glaube ich. Der Dicke will weglaufen. Nein. Ich war wahrscheinlich zu hoch. Ich darf da nicht rauf, sonst bin ich zu hoch. Wo schlägt der denn hin?
Schlägt Luftlöcher. War schon mal gut zu wissen, dass wir hier hochkommen. Wo steckst du, Duke? Ungefähr die Hälfte habe ich. Hast du Woodframes dabei? Ja. Aber dann könntest du vor der Rückseite, wenn du auf der Rückseite hochspringst, dann ist das Problem, dass sie dein Fleisch riechen. Aha, der erste Block hat nachgegeben. An der Tür. Der erste Block ist. Ja. Einer ist noch auf Rebar und die anderen sind stark angeschlagen. Die Tür haben sie vielleicht bald die erste Stufe weg, aber das wird wohl noch eine Weile dauern. Ja. Luke macht dir den Anlauf. Ding. Zum Anlaufen. Du brauchst Anlauf. Oh weia, das geht jetzt eh erstmal schief. Drei Felder zu springen, muss ein bisschen Anlauf machen. Und die Knochen gebrochen. Ich fasse es nicht. Oh, der erste, zweite Block ist kaputt. Da scheint auch schon das Innere vom Haus zu sein. So, ich hab was zum Riechen. Ah, gut. Ah. Jetzt können wir nämlich auch da hoch, wenn wir riechen. Dann kommen wir nämlich hier hoch, ja? Jetzt hätte ich gerne ein Fernglas, um da reinzugucken. Anlauf. Ja. Klappt's denn? Ja, mit meinem gebrochenen Bein nicht. Ja. Aber weißt du was, die haben sich nur ein Stick hier eingebaut anscheinend. Naja, klar, unten ist jetzt ein Feld von der Wand weg und ich kann da in die Bude reinschauen. Aber neben der Tür ist doppelt dick. Vielleicht ist da auch ein Gang, ich weiß nicht. Das heißt, wir müssten die wirklich in die Bude reinbringen, Lille. Boah, da ist ein Hund hinter mir gespawnt. Will ich mich verziehen. Aufpassen, die Hunde haben es in sich. Warte mal, ich lock den zu mir. Ah ja, die sind eigentlich recht flott am Zerstören. Ja, vor allem zerstören die unteren Dinger. Jetzt, da kommt er. Muss mal gerade weg hier. Jetzt hat, kommt er. Dass der Hund irrgeleitet ist und sich von mir ablenken lässt. Ist er schon am Haus? Ja. Da steht er. Holz und Stoffe könnte ich gebrauchen. Könnte ich mir einen Splint machen. Was brauchst du? Holz und Stoffe. Also sticky ist er die. Na, ohne Stoffe bringt mir das nichts. Ich könnte Baumwolle sammeln. Aber wenn du bloß 20% verletzt bist, bringt's glaube ich eh nichts. Ja, das kann gut sein. Geht erst ab 40 oder so. Guck mal, da unten ist noch eine Tür, sehe ich gerade. Ja. Im Berg. Ich geh mal kurz wohin. Jo. Die werden ja fleißig weiterarbeiten, schätze ich hier. Ja, die sind auf Bodenebene, also da wo sie jetzt gerade draufschlagen, bringt's nicht so viel. Wo ist eigentlich der Hund? Dass er mir gleich in den Hintern beißt. Nee, der steht da unten auf den Spikes. Die erste Ebene Tür ist kaputt. Oh nein, der Zombie ist tot.
die da an der Ecke laufen, ein bisschen blöd hin und her. Gibt's doch gar nicht. Wie lange dauert dann dein Bruch? 2170 Sekunden. Okay. Also hinten dran ist Holz. Dauert jetzt noch ein bisschen länger? Ja, jetzt dauert es 3 Tage. Verdammt. Ich bin aber drüber. Oh Mist, was machst du da drin? Bist du da reingefallen? Ja, ich bin reingefallen. Oh oh. Jetzt musst du warten, bis die Zombies dich rausholen. Ja. Die haben die Keystones gar nicht vergraben, die Idioten. Ach so, warte, ich habe eine Single-Axt dabei. Oder hast du eine? Ich habe auch eine. Wenn wir zu zweit draufkloppen, geht's schneller. Ja, der Keystone dauert nicht lang. Den musst du nur ankratzen. Der dauert vielleicht 1 Minute. Bleib lieber mal hier oben. Da ist ein neuer Spieler auf dem Server erschienen. Ich komme mal von der anderen Seite. Versuche ich mal zu euch zu kommen. Mercedo. Was zur Hölle? Hab ich einen Killerkarnickel angefressen? Ja, oder? Da ist ein Killerkarnickel da unten. Ach du meine Güte. Ich versuche mal das Karnickel zu erwischen, aber. Ich sehe es gar nicht. Ja, das ist hier. Ah. Das ist jetzt weggerannt. Hm. Ich habe leider keine Woodframes. Da ist gerade eine Tür gegangen. Ja, der ist da drin, unser Kollege. Oh, der, ja, der ist oben. Der ist oben drauf. Da ist er. Der ist oben drauf, ist er. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Verdammt. Und noch einer ist gejoint. Ja. Ich warte ja drauf, dass einer hinten rauskommt. Verdammt. Na, können wir abhauen, müssen wir andere mal holen. Ja, ich hatte nicht viel dabei. Nur Standardausrüstung. Ja, Duke. Hier unten fest. Ja, irgendwann killt er dich schon. Aber wenn die jetzt da sind, haben wir eh keine Chance mehr. Mal eh warten, bis die wieder weg sind. Das stimmt. So schade ums Inventar, aber so viel war das nicht, oder? Nee. Ich verhalte mich jetzt einfach ganz ruhig und lass die Zombies das jetzt machen. Ja, du stinkst ja nach Fleisch. Richtig. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie belagern und wenn sie außen die Zombies wegschlagen wollen, könnt ihr sie wegschießen. Ich habe nur eine Schrotflinte dabei. Auf lange Distanz ist das unpraktisch. Sind zwei, dieser Ticken-Dings ist auch noch da. Wieder so ein Killer-Bunny. Mal gerade gucken, was ich da von ihm erbeutet habe. Aber ich glaube, er hatte nicht viel dabei. Mein Rucksack nee. Bestellt er mir, ne? Den hat er sich schon gelootet. Achso. Liegt er mir auf der Mauer irgendwo oben? Ich glaube, jetzt kommt er wieder raus.
Zombies Ja, ich getötet müsste werden. von einer anderen Richtung kommen. Wenn ich jetzt der gleichen zurückkomme, rechnet er ja damit. Also, du sicherst das eine Inventar, weil früher oder später irgendwann erwischen solche. Machen ja immer So wieder. viel Schaden machen wie möglich. Oh. Ja gut, du kommst ja eh nicht raus. Ja, das Eben. stimmt. Es sei denn, die Zombies schaffen es noch, hier alles Ah, die hat wegzuhauen. er ja zum Teil schon eliminiert. Ah ja, okay. Ja, die kommen So. halt zurück. Wir sind auch am Ende einer Folge, wie ich sehe. Leider hat der Plan nicht 100% geklappt. Sie sind wieder zurückgekommen rechtzeitig. Aber das war noch nicht das Ende. Wir werden auf jeden Fall weiter versuchen, da reinzukommen, aber das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.